So, moin liebe Leute und willkommen zurück. Leider habe ich was an den Einstellungen vom Bussimulator geändert. Ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. Leider ist die Qualität jetzt etwas schlechter des Videos, aber es scheint momentan noch FPS flüssiger zu laufen. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Naja, was heißt flüssig, ne? 20 FPS ist jetzt nicht wirklich flüssig, aber ich hoffe, es ist ertragbar, das Video. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es noch an dem Bus liegt, weil bei den anderen Bussen hatten wir bessere FPS. Es kann wirklich sein, dass dieser Bus einfach zu viel Speicher frisst, warum auch immer. Er ist ja auch nicht von den Entwicklern, also es kann schon gut hinkommen. Sieht jetzt alles ein bisschen zermatscht aus. Für mich, ich hoffe, bei euch geht's. Ich meine, wenn ihr einen 1080p-Bildschirm habt, sollte es gehen, weil ich nehme gerade auf 1080p auf. Gerade für alle, die ein Handy schauen, die sollte es überhaupt nicht stören. Ich meine, ja, mit der Flüssigkeit geht es, ne? Ist wirklich nicht angenehm, aber es geht. Und ich denke, wenn wir weiter in der Stadt sind, geht das schon. Das ist immer so tatsächlich, dass es sich ein bisschen ändert. Ja. Ja. Aber ich denke, das wird dann auch eine der letzten Folgen sein, die wir hier im Bus-Simulator machen werden. Denn bald kommt ja schon der neue Teil. Wünsche ich auch. Will der rein? Südtiroler Straße. Ja, das mit dem Spiegel lässt sich leider nicht ändern. Das ist nun mal bei dem Bus ein bisschen doof. Und das wird den FPS wohl auch leider. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Und bleibt die Sicht nicht so, das kotzt mich mega an. Drei Senior-Einzelfahrten? Bitteschön. Ja, und diesen Leistungsbranch werde ich, glaube ich, nicht nochmal spielen, weil gefühlt macht das gar keinen Unterschied. Eher noch einen negativen Unterschied. Weil ich sehe jetzt. Alter. So ist der Bus von N. Sieht ganz realistisch aus. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das gleiche Modell wie aus dem Omsi. Das könnte sein, oder? Nur leicht abgeändert halt. West. Können Sie bitte die Temperatur senken? Ich bekomme einen Schweißausbruch. Senken. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber wir liegen gut in der Zeit. Keine Angst. Ich möchte Mama nicht schon wieder verärgern. Zu spät dran sind. Das ist auch nicht gut, die Muttis zu verärgern. Da gibt's auf dem Deckel.
Jetzt dürfte ja schon der neue Bezirklein, ne? Bezirksamt. Ja, könnte auch sein von den Häusern. Die werden irgendwie höher. Und Haltebuchten haben wir. Boah, diese Lenkung, die muss ich mal was dran ändern. Die ist so schwammig. Neue Straße. West. Was machst du denn da? Guckst du deine Hände an oder was? Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Das macht 1,40, das macht 3,60, bitte. Vielen Dank. Für die Blumen. West. Nein, diesmal nicht West. Diesmal Ost. Nein, diesmal gar nichts. Sigmar Gabriel. ...20 FPS gerade in der Aufnahme, falls ihr es wissen wollt. Sieht nicht besonders flüssig aus. Also ich werde mal aus diesem Performance-Branch rausgehen in der nächsten Folge und wieder einen Standardbus nehmen. Ich denke, dann läuft es besser. Außerdem ist das natürlich, dieser Bus ist immer ein bisschen gefährlich, weil du hast hier keine Behindertenrampe. Und das Problem ist, wenn hier mal ein Rollstuhl kommt, ja, dann bist du am Arsch, dann kannst du halt nicht viel machen. Und das ist dann natürlich schade. Ey, da war doch niemand. Konzerthalle, Graben. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ich will die Frau noch mitnehmen. Neue Straße. Pardon fürs Rue Glacin. Ah, hat nochmal Geld gebracht, ich wusste es. Ja, aber da war doch gar keine mehr. Die Troller war doch nicht da, als ich hier war, oder? Nächster Halt. Konzerthalle. Graben. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ah ja, die Straße mag ich, die finde ich cool. Die wurde auch im Trailer gezeigt, glaube ich. Oder zumindest die andere Seite. Irgendwo hier an diesem See, an diesem Fluss oder was das ist. Damit die Leute rübergehen können. Wollen nicht anhalten, clever, ne? Weil ich habe ja keine Zeit, ich bin Busfahrer. Ein grüner Haltewunsch im gelben Licht. Krasse Sache. Ey, bremst nicht, du Affe. Das war übrigens eine Vollbremsung von mir. Dieser Bus bremst schlechter als die anderen. Die anderen waren doch so, wenn man gebremst hat, hast du gebremst, oder nicht? War doch so, oder? Fahre ich gerade 50. Jetzt fahre ich erst 50. Na, das Tacho ist ein bisschen viel. Zeigt ein bisschen viel an, aber das ist ja sogar realistisch. Realistisch. Museum. Oder Konzerthalle. Graben. Ne, da fahre ich jetzt nicht hin. So, zack. Ich habe keine Ahnung, ob wir Neues haben oder ob das das Alte ist.
Ja, alleine das, 8000 Euro, nur für diese scheiß Busse, für nix im Prinzip, nur für die Werbung. Das lohnt sich schon. Ah, Linie 1 und 2 bringen so viel Geld, also die Fahrer bringen richtig Cash in the Tash. Neuer Bus, ist das dieser Sass? Ne, der Garage, ach so. Aber wir müssen hier jetzt einen neuen Busfahrer aufpacken. Achso, wir müssen erstmal einkaufen hier. Einstellen. Die haben wir doch schon mal. Man kann die auch umbenennen. Aber da muss ich ja dich nehmen. Dich haben wir schon mal. Ach, das sind ja meine Fahrer. Lol. Du kriegst am meisten. Und warum? Highschool abgeschlossen und Feuerwehrfahrer als Fluchtwagenfahrer. Ja, gucken wir mal weiter. Joanna Doyle. Doyle? Okay. Geschickter Automechaniker. Hat früher am Dragstar-Rennen teilgenommen. Kann inzwischen Auto und Grün. Ja, perfekt. Wieder einen guten Fahrer. Geschickter Automechaniker. Hat 6 Jahre als Schaffner gearbeitet. Mag fröhliche Leute. Andere nicht so sehr. Nein, das mag ich nicht. Hat den Bachelor-Abschluss. Nee, ihr seid alle verrückt. Ich nehme die hier. Die alte hier. So, Händler. Level 7 brauchen wir. Oh, dann haben wir auch den kleinen hier. Den würde ich mir dann eher holen als den, weil das sind immer N-lizenziert ist. So, Werbung haben die alle. Von daher ändern wir den noch kurz um, damit wir den hier in der nächsten Folge fahren können. Hier. Entschuldigung, nicht hier. Kekse gefallen mir da hinten, aber dieses komische Holzmuster weg. Dieser Trick ist so geil, ne? Das muss eigentlich behoben werden im 18er Teil. Weil das ist echt behindert und am besten soll man das auch direkt über die Scheiben kleben können. Was soll das eigentlich darstellen? Ach, soll das der Iveco sein? Ich glaube, das soll ein Iveco sein, oder? Doch, das soll ein Iveco sein. Der Urban Way. Urban Way, so. Oder Urban Way. Aber wir haben ein Problem hier. Bist du das? Ja. Weil hier muss noch ein HVV-Logo hin. Jetzt dürfen wir nicht mit dem HVV fahren. Der sieht einfach mal tausendmal cooler aus mit diesen Iveco-Zeichen. Auch wenn es vielleicht gar kein Iveco ist. Es sieht cooler aus. It is Fakt. It is ein Artefakt. Ah, wir müssen die Farbe rausnehmen. Sieht scheiße aus, wie ich finde. Wie ich denke. So, also in der nächsten Folge, sag ich mal, ne? Machen wir diesen komischen Modus hier aus. Ja, jetzt haben wir alle Busse geändert. So, das ist der Wagen 03. Ja, sieht gleich viel besser aus hier, wenn alles schön Dings ist. Wobei Iveco, na, wird eigentlich nicht groß geschrieben, oder? Iveco? Ja, ich denke mal, das I wird einfach nur groß geschrieben. Das Logo ist zwar groß, aber das ist was anderes. So, jetzt müssen wir hier noch ein Fahrrad zuteilen. Das Vibe. Die alte Fuhr hier. Doyle, so.
Sorge dafür, dass alle verfügbaren Bushaltestellen von den Fahrern in den letzten Wochen angefahren werden. Oh. Okay, dann müssen wir wohl doch noch ein paar Linien fahren. Ja, eigentlich die grüne und die blaue. Dann haben wir ja theoretisch alle. Die werden ja sowieso angefahren von denen hier. Erreiche eine Ansehensstufe von 7. Ja, okay, haben wir dann ja wahrscheinlich schon. Also, ich sag dann mal hier, zack, speichern uns mit Desktop verlassen. Aber ich sag erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.